Ja. Mann, bin ich froh, dass unser Dorf so abgelegen auf dieser Insel liegt. So können wir uns den ganzen Tag aus dem ganzen Tumult der restlichen Welt raushalten. Und das den ganzen Tag. Wenn du wüsstest, was dir hier passieren kann. Ja, bei Vampire Stone ist es auch immer ziemlich hilfreich, die ganzen Einrichtungsgegenstände zu durchsuchen. Seien es ist Fässer, Vasen oder sonst was. Man findet nämlich gerne mal irgendwelche netten Sachen, Geld, Items, sonst was. Willkommen in meinem bescheidenen Atelier. Was kann ich für Sie tun? Also eigentlich gar nichts. Ich weiß auch nicht, warum ich hier eigentlich reingekommen bin. Das ist schade. Aber solltet ihr jemals ein professionelles Porträt haben wollen, kommt hierher zurück. Und ich weiß, man redet es ohne Tee eigentlich, aber irgendwie wollte mir gerade ein Tee mitkommen. Und diesen kann ich nicht trinken. Ja. Dann. Was gibt's hier noch? War ich jetzt gar nicht drin? Oh, was führt sie in dieses Haus? Ich schau mich nur mal um. Aber fassen Sie nichts an, sonst rufe ich meinen Mann. Der hat auch keine Chance gegen einen Vampir. Nichts. Ach, der hier, oder wie? Whatever. Bist du das? Entschuldigen Sie. Whatever ist der Kosename meiner Frau. Sie wollte eigentlich was zu essen machen. Whatever. Ihr stinkenden Menschen werdet auch immer seltsamer. Das erinnert mich jetzt schon ein bisschen an Portal. Auch, ja. Ja, und ich musste mich um diese ganzen widerlichen, stinkenden Menschen kümmern. Oh, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht so sagen. Ja. Da kocht eine. Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Wir mögen niemanden, der einfach in die Häuser anderer Leute geht. Schon gut, ich gehe ja wieder. Nächstenliebe ist für euch wohl ein Fremdwort, ihr widerlichen Menschen. Du würdest das auch nicht wissen mögen, wenn man bei dir einbricht, Aska. Gegenteil, du hast selber hier ein ganzes Schloss versklavt. Huch, was machen Sie denn hier? Verschwinden Sie! Ich habe Sie nicht hereingebeten. Arrogantes Menschenpack. Ja. Ein Schmerzmittel erhalten. Ein alter Sack und ein kleines Mädchen? Okay, sowas geht nicht gut aus. Hallo, willst du mit mir spielen? Spielen? Und ob ich gerne mit dir spielen würde. Was für ein unfreundlicher Mensch. Hast du dein Mensch gesagt? Ich saug dich. Ich saug dich. Oh, gleich zum richtigen Schrank her. Dann brauche ich das andere wahrscheinlich gar nicht erst durchsuchen, aber ich red mal den alten Mann an. Kolch, Hust. Warum bist du außer Puste? Ich will es lieber gar nicht wissen. Oh, das Alter bringt mich noch um. Nicht nur das Alter ist tödlich, alter Sack. Ja. Aska muss es ja wissen. Oder eigentlich ja nicht, er lebt ja schon seit 400 Jahren. Heute ist ein schöner Tag, findest du nicht? Aber es ist doch Nacht. Naja, etwas viel Sonne würde ich sagen, auch wenn es Nacht ist. Ja. Schöne Funktion, dass es hier Tag und Nacht gibt, ja, aber dann hätten sich solche Sprüche wie der da unten eigentlich auch ändern können. Naja. Hallo, wollt ihr hier übernachten?
Nein, danke, ich bin nicht müde. Und wie kommt diese Frau überhaupt darauf, dass ich hier übernachten will? Diese Taverne ist wirklich absolut widerwärtig. Wie eine Kakerlake! Yeah, eine Kakerlake, lauter Kakerlaken in den Bettlaken. Dem ersten Stock. Natürlich dasselbe. Hallo, wisst ihr zufällig, wie ich preiswert auf das Festland gelange? Nein, außer dem Schiff gibt es wohl sonst keine Möglichkeit. Mist, ich habe mein letztes Geld für diese Unterkunft ausgegeben. Ja, dann würde dir preiswert auch nichts helfen, wenn du überhaupt gar kein Geld mehr hast. Wärmt euch doch an diesem herrlichen Feuer, ihr seht unterkühlt aus. Danke für das Angebot, doch ich habe keine Zeit dafür. Wie ihr meint, doch sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, wenn ihr euch erkältet habt. Erkältet? Ich war schon seit Jahrhunderten nicht mehr krank. Mensch! Jahrhunderte. Ja, ja. Die Menschen wären froh, wenn sie Jahrhunderte leben würden. Zumindest manche. Ich denke, auch nicht alle. Aber, ja. Auf ins letzte Haus. Willkommen im Haus des Bürgermeisters. Der Bürgermeister befindet sich im ersten Stock. Ist er gerade beschäftigt? Nein, aber Sie brauchen eine Anmeldung. Anmeldung? Ich muss ihn aber sofort sehen. Na schön, dann gehen Sie halt zu ihm hoch. Ja, dann gehe ich halt zu ihm hoch. Aber vorher erkunde ich hier noch alles. Nichts. Benehmt euch in diesem edlen Hause. Schon gut, ich werde nichts zerstören, außer dein Leben. Solange der Bürgermeister Lane heute rauslässt, werde ich aber auch das verschucken. Eventuell. Je nach Lust und Laune. Was habt ihr für Bücher? Gar keine, schade. Sind das alles nur Attrappen? Willkommen im Haus des Bürgermeisters. Hallo, ist er gerade da? Nee, das da hinten ist deine Silhouette. Natürlich ist er da. Du hast Glück. Er sitzt gerade am Tisch. Okay. Dann kümmere ich mich gleich um den Bürgermeister. Asgar hasst Bürgermeister. Besonders diesen. Aber das werdet ihr alles noch erfahren. Der Part ist jetzt 16 Minuten. Ich werde diesen Part hier beenden und spiele dann das nächste Mal weiter. Ciao, ciao. Stop.